Hi, herzlich willkommen in Olivers Dampfgalaxie. Ja, heute komme ich zum Review der tollen Sachen von Tom Clark, aber mehr nach dem Intro. Wir sehen uns gleich. Hi, ja, da bin ich auch wieder. Und zwar habe ich heute, wie gerade schon erwähnt, die klasse Sachen da von Tom Clark. Und ja, erstmal ein riesen Danke, Tom Clark, dass du mir die Sachen zugeschickt hast. Und zwar habe ich heute für euch einmal, fange ich mal an, das Dessert. Dann habe ich für euch Tom Clark Sawyer Classic. Das Sawyer Fruit und das Sawyer Fruit Rauchig. Ja, ich gebe euch jetzt nochmal den Dampfvorhang und wir sehen uns gleich wieder. So, ja, da bin ich auch schon wieder. Und kommen jetzt erstmal zum ersten Liquid. Ja, das habe ich bereits hier in meiner Dampfe drin. Und es schmeckt geil. Es schmeckt richtig, richtig geil. Das ist einfach, wow, Dessert. Was für ein Dessert, kann ich euch nicht sagen. Weil irgendwie ist hier alles drin. Ihr schmeckt einen Hauch von Vanille. Definitiv so eine Art von Tiramisu. Dann ist da meiner Meinung nach irgendwas Fruchtiges noch drin. Wow. Ja, ich würde sagen, packt euch eure absoluten Lieblingsdesserts, packt die in den Mixer, mixt die so richtig gut durch und hofft, dass was Geiles rauskommt. Und genau das ist hier gelungen. Das ist einfach der absolute geile Dessert-Mix. Also, wow. Also, Tom Clarks Dessert ist echt mein Dessert. Absolut. Also, süß, nicht übersüß. Fruchtig, ein Hauch. Ja, also, wie gesagt, also, Tiramisu schmecke ich raus, Vanille schmecke ich irgendwie raus, meine ich auf jeden Fall rauszuschmecken. Saulecker. Absolut saulecker. Also hier, ne, Tom Clark Dessert, richtig geiles Zeug. Wer von euch auch hin und wieder mal gerne mal so ein bisschen was Süßes genießen möchte, der ist da absolut richtig. Also, wow. Sehr geil. Richtig geil. Ja, ich bin froh, dass ich nicht früher an die ganzen Sachen rangegangen bin, weil jetzt habe ich nämlich dann die Chance, ne, hier mit euch premiereartig die Sachen zu testen. Ja, also hier ist der Olli schon mal absolut begeisterungsfähig. Ja, wie gesagt, Tom Clarks Dessert, absolute Bombe. Ja, ich gehe einfach mal zum nächsten über. Ich gebe euch kurz den Dampfvorhang. In der Zeit habe ich hier noch ein bisschen was vorbereitet und dann machen wir weiter. So, ja, da bin ich schon wieder und habe jetzt das Classic hier in meinem Tröpfler. Ja, habe schon ein bisschen gedampft. Wieder mal sehr lecker, ein ja auch süßliches Liquid, aber wieder mal ein Problem, ich schmecke nicht, was drin ist.
Ich habe wieder einen leckeren, süßen Geschmack auf der Lippe. Er gesagt, auf der Zunge. Ja, ich habe wieder so einen fruchtigen Unterton, aber ja, also hier sind wahrscheinlich wieder jede Menge Aromen auf einmal, die zusammen was Neues ergeben, was Neues Ganzes. Aber ich habe die, wie auch beim ersten Liquid, wieder die Schwierigkeit zu sagen, hör mal, da ist das und da drin oder das und das, weil einfach kein dominanter Geschmack da ist. Und ja, ist ein bisschen schade, ne, dass ich euch da so wenig zu sagen kann. Ich kann sagen, es schmeckt, es ist lecker, es ist süßlich. Ja, ich bin sprachlos. Also, ist natürlich für euch jetzt irgendwo doof. Ich kann euch nicht sagen, was drin ist. Ich kann euch sagen, es schmeckt, es ist lecker, es ist süßlich, es hat so einen Fruchtunterton. Ja. Zweite Liquid und ich kann euch wieder mal nicht erzählen, was drin ist. Das ist schon für mich so ein kleines bisschen deprimierend gleichzeitig. Ich meine, man hat im Nachhinein so einen gewissen herben Geschmack im Mund, der aber nicht penetrant unangenehm ist, sondern ihr habt beim Einatmen diese Süße, beim Ausatmen bleibt so ein, ich weiß nicht, ob das so eine Art Mokka-Geschmack ist, so könnte Kaffee sein. Man hat das Gefühl von einer Note von Waldmeister. Was halt wirklich interessant ist, ihr habt beim Einatmen mehr eine Süße, Vanille, Mandel, irgendwie so, und beim Ausatmen bleibt so, bleibt ein relativ herber Geschmack über, aber ein sehr interessanter herber Geschmack, der mich persönlich so ein bisschen an den Nachgeschmack von Kaffee erinnert oder von Mokka, von einem süßen Mokka. Ja, Tom Sawyer, Klassik, super geiles Liquid, auch, kann ich nicht anders sagen. Interessant ist halt, beim Einatmen habt ihr so, beim, also wenn ihr da an der Zunge vorbeigehen lasst, habt ihr so das Gefühl von, einer, von diesem Frucht, ja, fruchtsüß, fruchtsäuerlich, wie ich das auch beschreiben soll. Beim Ausatmen habt ihr so ein bisschen so das Gefühl von gebrannter Mandel, Vanille, irgendwie so die Richtung. Und ihr behaltet halt über ein bisschen von dieser Süße, aber auch gleichzeitig dieses Herbe von einem Kaffee. Gutes Liquid, definitiv. Also ich würde sagen, Kaffee ist auf jeden Fall mit drin. Aber gut abgemischt. Also, ne, Hut ab, definitiv. Wieder mal ein cooles Liquid, wo aus verschiedensten Aromen was Neues kreiert worden ist, wo ich wiederum nicht sagen kann, was drin ist. Macht natürlich, ne, die Sache irgendwo schwer, weil ich ja eigentlich hier bin, um euch zu sagen, was ich schmecke, damit ihr halt sagen könnt, das ist was für mich. Aber ich hoffe, dass die Informationen, die ich euch zu diesem Liquid hier geben kann, euch schon mal ein bisschen, so ein bisschen weiterhelfen. Ne? Gut, ich gebe euch nochmal den Dampfvorhang und werde dann zum nächsten Liquid übergehen. So, ja, da bin ich auch schon wieder, bin schon beim dritten Liquid angekommen. Als drittes habe ich mir das Tom Sawyer Fruit vorgenommen. Ja, vom Dampfen her, dem Klassik, sehr ähnlich. Mit mehr Fruchtkörper. Und hier habe ich dann auch, glaube ich, entdeckt, was ich beim vorherigen nicht so gemerkt habe. Dieses Herbe ist so dieser Hauch von Kakao.
Schokolade. Also, ja, das Tom Sawyer Fruit ist dem Classic sehr ähnlich, würde ich sagen. Ist aber ein bisschen fruchtiger im Geschmack. Und ihr habt auch wieder diesen herben Geschmack, der übrig bleibt. Und ich denke, das ist im Endeffekt dieses Herbe von einer Kakaobohne, von Kakao. Ne? Also. Interessant. Ja, wie gesagt, dem Klassik sehr ähnlich, ein bisschen fruchtiger. Und hier schmeckt man dann auch dann ja, diesen schokoladigen Geschmack, dieses Kakaoartige. Ja. Nicht von schlechten Eltern, definitiv. Ja, ich kann euch gar nicht mehr zu dem Liquid erzählen, tut mir auch ein bisschen leid. Ich gehe einfach mal zum letzten Liquid über. Ihr kriegt nochmal die Dampferung von mir und dann hoffen wir, dass ich zum letzten Liquid wenigstens ein bisschen mehr erzählen kann. Ja, wir sehen uns. So, ja, da sind wir auch schon beim letzten Liquid. Als allerletztes habe ich, wenn ihr aufgepasst habt, fruchtig, also Fruit rauchig. Ja, schmeckt im Endeffekt wie das fruchtig, also wie dieses Fruit. Aber wie ich gelesen habe, ist das ein bisschen anders behandelt, so dass ihr so ein bisschen einen rauchigen Geschmack bekommt. Ja, schmeckt im Endeffekt dem Fruit sehr ähnlich, wirklich sehr ähnlich. Ja, wieder mal dieses süße Vanille, Mandel, sonstigartige mit dem Abgang von Schokolade. Auch wieder ja, lecker, genau wie der andere im Endeffekt. Ja, tut mir wirklich leid. Ich kann euch heute wirklich so wenig erzählen zu den Liquids. Ich finde das ja selber schon ein bisschen grausam. Ich meine, ne, also das ist ja schon richtig brutal. Also ihr schmeckt was, was richtig lecker ist. Ne? Ihr habt vier Liquids, wo eigentlich alle richtig lecker und interessant schmecken. Die gehen alle sehr in die gleiche Richtung. Kann ich nicht anders sagen. Das Einzige, das sich für mich so ein bisschen abgehoben hat, war das Dessert. Weil ihr, ja, da halt andere Geschmäcker habt tatsächlich. Also da habt ihr diesen Geschmack von Tiramisu ähnlichen gehabt. Ja, und die anderen drei, Classic, Fruit und Fruit rauchig, schmecken alle sehr ähnlich. Also ja, ich würde sagen, das war's von mir heute. Ich wünsche euch allen noch viel Spaß, bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart und ihr kriegt den Vorhang von mir und dann kommt das Outro und ja, da sind wir schon gewesen. Danke nochmal an Tom Clark, ne, für die tollen Sachen, die du mir zugeschickt hast. Ja, bis denne dann. Ciao.